Hallo zusammen und Servus aus dem wunderschön verschneiten Vilnius. Wie ihr bereits wahrscheinlich bemerkt habt, ist der heutige Tripreport nicht auf Englisch, sondern auf meiner Muttersprache Deutsch. Das haben sich einige von euch gewünscht und ich dachte mir jetzt, da ich die 2000 Abonnenten endlich erreicht habe, mache ich das mal als sozusagen kleines Special. Heute geht es also mit Lufthansa im Airbus A319 von Vilnius nach Frankfurt. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und wir sehen uns im Flugzeug. Cheers! Wie ihr schon seht, schaut der Flughafen Vilnius tatsächlich sehr interessant aus. Es ist kein typisches Flughafengebäude. Und der Check-in scheint hier vorne irgendwo zu sein. So ist es zumindest ausgeschildert. An einer weiteren Straße, die hinter dem eigentlichen Gebäude verläuft. Das ist nämlich das Arrival-Gebäude. Und da gehen wir jetzt mal hin. Im Terminal wurde sogar ein Weihnachtsbaum aufgebaut. Das sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Und wie immer ist der Ryanair-Check-in überfüllt. Was für eine Freude, das zu sehen. So, die erste Station ist dann heute der Lufthansa-Check-in. Da ich noch keine Bordkarte habe aufgrund von Covid-Restrictions und jetzt meine ganzen Dokumente erst persönlich gecheckt werden müssen. Der Check-in ist erledigt. Die nette Check-in-Dame hat mir sogar einen Platz in einer leeren Reihe gegeben, also jetzt nicht mehr durch mich. Heißt aber, dass ich da in Ruhe gleich filmen kann, ohne dass ich irgendjemand anderes störe. Sehr cool und ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich mal durch die Sicherheitskontrolle, weil das Boarding gleich auch schon starten sollte. Die Sicherheitskontrolle hier in Vilnius ist ehrlich gesagt etwas chaotisch, aber die Mitarbeiter sind nett und super drauf. Und mein Flug startet von Gate A17. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal durch den Duty-Free-Shop wie immer zum Gate. Leider habe ich gerade erfahren, dass mein Flug etwas verspätet ist, etwa 30 bis 45 Minuten. Das liegt daran, dass der Flieger gerade schon mit einer Dreiviertelstunde Verspätung aus Frankfurt hier angekommen ist. Halb so schlimm, ich habe keine Termine mehr heute, keinen Anschlussflug, den ich noch bekommen muss, also alles gut. Und ich habe dann gerade bei Gelegenheit auch gesehen, dass wir heute mit einer Star Alliance Special Livery fliegen. Was ich natürlich sehr cool finde, ich versuche das Flugzeug gleich nochmal cool zu fotografieren fürs Thumbnail, um euch das Ganze dann auch näher zu zeigen. Das Boarding für meinen Flug hat dann auch endlich mal gestartet, also geht's jetzt rein. Hier haben wir schon mal einen ersten guten Blick auf den heutigen 319 mit der Star Alliance Livery. Und wie ihr sehen könnt, wird der Flieger gerade schon enteist. Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen, dass das an der Gate Position schon gemacht wird. Aber ja, cool. Da kommt auch schon ein weiterer Kran. Hier ist dann auch schon mein Sitz. Sehr cool, schön. Kurzer Blick durch die Kabine. Und ich muss sagen, die Beinfreiheit ist mehr als gut. Das ist ausgezeichnet, das ist Langstreckenniveau. Da habe ich schon auf der Langstrecke Schlimmeres erlebt. Das Wetter könnte nur etwas besser sein. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck und Ihre Laptops jetzt sicher verstaut sind und keine Gänge oder Notausgänge blockieren. Ihre leichteren elektronischen Geräte, wie beispielsweise Ihr Mobiltelefon oder Ihr Tablet, dürfen Sie zum Start und zur Landung in der Hand halten. Aber schalten Sie Ihre elektronischen Geräte jetzt bitte entweder in den Flugmodus oder komplett aus. Die Bluetooth- und WLAN-Funktion darf während des gesamten Aufenthaltes bei uns eingeschaltet bleiben. Dann dürfen wir Sie jetzt noch bitten, sich anzuschnallen und wünschen schon mal einen schönen Flug. Die Kabine wurde von den Flugbegleitern zum Start vorbereitet. Das Licht wird auch abgedunkelt bzw. ausgeschaltet. Mein Sicherheitsgurt ist selbstverständlich fest angelegt. Und wir befinden uns bereits am Holding Point for Runway 01.
gentlemen, as turbulence may occur unexpectedly at any time during the flight, you're required to have your seatbelt fastened whenever you are seated. This also applies if the fastened seatbelt signs are switched off. When opening the overhead compartments during the flight, please be aware that items could fall out. And if one of your personal electronic devices is damaged, overheats, or begins to smoke, it's essential that you contact the cabin crew immediately. Thank you. Beim Betreten des Flugzeuges hat die Crew bereits diese Handdesinfektionstücher ausgeteilt. Ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr cool, zumal Lufthansa da relativ große Desinfektionstücher verteilt. Bei anderen Airlines sind es eher oft sehr, sehr kleine, mit denen man dann entsprechend kaum was sauber bekommt, die dann direkt trocken sind. Wie dem auch sei, ich finde es wirklich sehr, sehr cool und ich hoffe, dass die Airline das auch beibehält, wenn die Covid-Pandemie dann endlich mal vorbei ist. Selbstverständlich machen wir mit dem Handdesinfektionstuch jetzt hier erstmal die Bude sauber. Auch wenn ich hoffe, dass das Cleaning-Personal am Flughafen bzw. die Crew das bereits für mich übernommen hat. Aber man weiß ja nie. Relativ zügig nach dem Start hat die Crew dann angefangen, diese kleinen Wasserflaschen zu verteilen und diese kleinen süßen Lufthansa-Schokoladentafeln. Ich habe charmanterweise ein paar mehr bekommen, beziehungsweise ich habe mal so ganz blöd nachgefragt. Leider ist das aber auch schon alles, was Lufthansa mittlerweile an Gratis-Service anbietet. Alles Weitere kann man mittlerweile leider nur noch käuflich erwerben. Im Onboard Delights Magazin gibt es dazu eine ganz gute Übersicht. Da schauen wir jetzt direkt mal rein. So, und zwar gibt es, ja, ich sag mal, kleine Snacks, aber auch kalte und heiße Getränke und vor allem Sandwiches, Salatbowls, Wraps und so weiter und so fort. Ich kann aus eigener Erfahrung bereits sagen, dass vor allem die Sandwiches und die Bowls tatsächlich sehr, sehr gut sind. Auf dem heutigen Flug habe ich leider gar keinen Hunger, da ich gerade in Vilnius noch sehr gut gegessen habe. Ich werde euch jetzt hier aber an der Stelle einmal kurz das Essen aus älteren Videos meinerseits einblenden. Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich nur, was halte ich von diesem neuen Onboard Delights Service Konzept? Insgesamt muss ich sagen, dass ich die Speisen, die man dort kaufen kann, sehr, sehr gut finde. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Was mir ehrlich gesagt fehlt, das sind jetzt die Gratisgetränke. Und zwar finde ich das schon etwas happig, wenn man als Premium 5-Sterne-Carrier, so sind sie ja zumindest von Scamtrax bewertet, 3,50 Euro für ein Bier und 7 Euro für einen Wein nimmt. Was mir also entsprechend am besten gefallen hätte, wäre, wenn man die Getränke weiterhin gratis anbieten würde, in dem vorher bereits vorhandenen Umfang, und dann aber für zusätzliche Speisen, welche dann auch frisch und gut zubereitet sind und einem höheren Standard entsprechen, dann einen Aufpreis nimmt. Das wäre in meinen Augen die charmanteste Lösung gewesen. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch die Safety Card vom heutigen Airbus A319. Ich falte sie einmal kurz auf. Ja, die hat bestimmt auch schon bessere Zeiten gesehen. Soweit aber nichts Besonderes und natürlich auch einen Müllbeutel, beziehungsweise wie man in Österreich sagt, einen Speibsackerl mit Lufthansa-Branding. Der Ausblick von meinem Platz 15 Fox ist heute wirklich atemberaubend. Wie dem auch sei, kurzer Themawechsel. Ab geht's auf die Toilette. So, hallo aus dem hinteren Waschraum von diesem Airbus A319. Wie ist dieser Flug bis jetzt? Ich kann nur sagen, soweit so gut. Es gibt nichts, worüber ich mich in Ansätzen beschweren könnte. Ich habe eine tolle Crew erwischt heute, zum Glück. Und ja, fühle mich wohl an Bord. Wurde sehr, sehr nett begrüßt. Die Kabine ist sauber, sieht gut aus. Wie immer bei Lufthansa oder wie fast immer bei Lufthansa vermisse ich nur irgendwie Power-Outlets in Form von einem USB-Anschluss zum Beispiel unterm Sitz, dass man seine mobilen Geräte laden kann. Aber mein Gott. Also bis jetzt kann ich nur sagen, danke Lufthansa und danke an die Crew für den bis jetzt sehr charmanten und schönen Flug. Wir schauen jetzt noch einmal kurz hier durch den Waschraum. Und zwar haben wir da einmal den Wasserspender. Ein paar mehr Tücher. Und ja, das war's soweit. Sind wir auch schon.
schon wieder. Und wie man sieht, geht langsam aber sicher dann doch die Sonne unter. Okay Leute, ich muss euch etwas zeigen. Und zwar ist gerade ein Flugbegleiter nochmal zu mir gekommen und hat mir diese ganzen Lufthansa-Schokoladen gegeben, weil ich ja vorher nachgefragt hatte, ob ich vielleicht ein paar mehr haben darf. Und jetzt kam er gerade wirklich mit zwei Händen voll an und hat mir die alle geschenkt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Oh Leute, schaut dieser Ausblick nicht einfach nur fantastisch aus? Das ist wieder einer dieser Momente, wo ich merke, warum ich das Fliegen so liebe. Ladies and gentlemen, we'll start our descent into Frankfurt. Please make sure that your seatbelt is securely fastened again. The backrest of your seat is locked and upright and your tray table is stowed away. And also please open the window shades. Thank you. Dort unten könnt ihr schon die Hochhäuser von Frankfurt sehen. Haben die Kabine zur Landung vorbereitet und das Kabinenlicht auch ausgeschaltet. Komplett, so wie es mir am besten gefällt zum Filmen. Mein Sicherheitsgurt ist jetzt fest, wie immer. Und wir befinden uns bereits im Short Final auf den Frankfurter Flughafen. Willkommen in Frankfurt. Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Flugkapitän Wolfgang Janz und die gesamte Besatzung danken Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste waren. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Flug mit uns gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie bald mal wieder mit uns verreisen. Wenn Sie nachher die Staufächer über Ihren Sitzen öffnen, dann achten Sie bitte darauf, dass keine Gepäckstücke herausfallen können und überprüfen Sie bitte auch nochmal Ihre Sitztaschen, damit Sie nichts bei uns vergessen. Nachher beim Aussteigen halten Sie bitte ausreichend Abstand zu Ihren mitreisenden Passagieren und dann wünschen wir Ihnen jetzt noch einen schönen Aufenthalt hier in Frankfurt oder noch eine angenehme und sichere Weiterreise. Nochmal vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Zeit, zu meinem Tschüss zu sagen. Dankeschön, servus. Nee, danke. Danke. Auch von mir natürlich nochmal ein herzliches Willkommen in Frankfurt. Wir haben jetzt hier nochmal einen ganz coolen Blick auf den A319 in der Starlines Livery, der mich ja gerade von Vilnius nach Frankfurt geflogen hat. Soweit alles gut. Und jetzt ist es Zeit, sich mit der finalen Frage zu befassen. Wie war der vergangene Flug?